Erstmal fett Kaffee machen, Ehrenmann. Manuel, danke schön. Hallo Rana, hallo Chat, hallo Welt. So, und damit ein herzliches Willkommen an alle im Chat. So. Hi Drache, servus. Hat sie, danke schön. Ich habe den Musikwunsch gesehen, Steffi, danke schön. Endlich erwische ich dich mal, sonst. Was sonst lerne ich in der letzten Zeit? Was? Hallo Thomas, das habe ich leider nicht mehr lesen können, ich war zu schnell, Entschuldigung. Vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Erstmal fetten Kaffee saufen, Ehrenmann. Ehrenkaffee. Darf ich mal vorstellen? Ehrenmilch, Ehrenkaffee, natürlich Ehrenzucker. Dankeschön für 100 Barren, Herr der, was war da gerade standen? Habe ich da nicht richtig lesen können, tut mir leid. Herr der Lage, ah, vielen Dank. Danke, danke schön für die 500 Bar, für die 400 Barren.
Ach, seht ihr habt mir im letzten Stream, also gestern Abend, habt ihr mir im Stream was gesagt, das habe ich noch nicht nachgeschaut, das ist mir gerade wieder eingefallen. Gute Mucke. Ah, wartet mal, wir hatten noch einen Musikwunsch. Völlig verblödet schon gerade wieder. Also ich. Trinke gerade auch einen Kaffee. Zum Wohl, alles klar, zum Wohl. 2x400, vielen lieben Dank, Django. Endlich wieder ein Stream, den ich schauen kann, Drache. Servus, Kira. Django, dankeschön nochmal. Django geht gerade voll ab, ey. Schosch, dankeschön. Musikwünsche musst du in den Chat schreiben, die werden hier nicht angenommen. Heißt es Etzela, Etzela oder Etzela? Wie du willst, es kommt darauf an, wie du es schreiben willst. Etzela wird ausgesprochen. Wie du es schreibst, ist dir überlassen. Steffi, danke schön für 50 Likes. So, Musikwunsch gesehen. Deine Streams haben mir gefehlt, die letzten konnte ich nicht einschalten. Alles klar, dann herzlich willkommen zurück, Mjolnir. Mjolnir. Kommt drauf an, wie du ausgesprochen werden möchtest. Macht ja auch jeder ein bisschen anders irgendwie. Mjolnir, Mjolnir, Mjolnir. Das ist schon alles gehört. Eigentlich wird der Mjolnir ausgesprochen, aber auch Mjolnir schreibt, sagen viele. So, habt ihr gerade auch 50 gegeben? Oh, habe ich das übersehen? Tut mir leid. Dankeschön, Thomas. Vor allem in deiner Lage, vielen Dank. Aber, ja. Hat es eigentlich mittlerweile hingehauen? Hast du wieder einen Job? Scheint die Sonne. Merkst du es nicht, wie hell es ist? Ich liebe diesen Song. Hast du, glaube ich, schon ein paar Mal gewünscht, wenn ich das richtig im Kopf habe. In meinem Fall ist er nicht unbedingt, aber jedem das seine. Alles klar, Kira, habe ich gesehen. Komm gerade von der Arbeit. Hi Dresden. Alles klar bei dir? So. Ich hoffe, das war richtig, das richtige Lied. Nein, leider nicht. Ich bin jeden Tag auf der Suche und bleibe am Ball. Genauso ist es richtig, Thomas. Immer am Ball bleiben. Anders kommt's zu nichts. So, jetzt wird doch zu dunkel mit der Sonnenbrille. Ja.
Was ein Kack. Oru, dankeschön für die 400 Likes. Ich hab bei YouTube was kommentiert. Hast du das gesehen? Ich hab noch keine Kommentare gelesen seit 2-3 Tagen. Hatte noch keine Zeit dazu. Entschuldigung. Und selbst wenn, es sind tausende Kommentare teilweise. Ist mir nicht so einfach. Du hast mir in der schlechten Zeit geholfen, danke. Das wird schon. Du kommst. Was? Wie kommst du eigentlich mit der Badezimmer voran? Ich weiß nicht, wovon du redest. Und ich finde auch diesen Witz mit dem Badezimmer, finde ich seit 2 Jahren schon langweilig. Ich dachte den, also komm doch mal bitte klar, ey. Ist das noch der gleiche Song? Nee. Manchmal frage ich mich, was mit Jabbern los ist. Wutschi Gang, Wutschi Gang, Wutschi Gang, Wutschi Gang, Wutschi Gang. So, ja, wo ist jetzt der Song? Egal. Oh, Fire Emblem. Quatsch, Fire Emblem, so ein Blödsinn. Fairy Tail. Spandana steht dir klasse. Dankeschön. Es gibt Rapper, die echt gute Sachen machen. Aber ein paar sind einfach so. Ja, ich weiß nicht. Manchmal finde ich, Rap ist einfach irgendwie manchmal ein bisschen langweilig von der Musikstil her. Ich höre ja auch Rap, ne? So ist es ja nicht. Könnte es damit als Rocker-Gang-Mitglied durchkommen? Dazu noch eine Harley. Hey Drache, wann. Was kommt denn für Drache in der Metal? Ohne Scheiß, dass ihr es das einfach nicht begreifen wollt. Sarenia, dankeschön für 500 Barren. Dankeschön für die Unterstützung. Sons of Anarchy. Ganz bestimmt. Alphons, dankeschön. Ich mochte es auch viel, was? Drache, mein Musikwunsch wäre heute Dream Theater. Musst du gleich wieder reinschreiben? Warte, beziehungsweise nee, kann ich mir abspeichern, warte. Dream Theater. So, hab ich. Jetzt kommt da noch ein Wunsch von Steffi, danach kommt Dream Theater. Hast deinen Schlafrhythmus wieder im Griff? Ich arbeite dran. Dankeschön. Im Griff sag ich. Ich sag immer erst, dass ich ihn im Griff hab, wenn ich wirklich in ein paar Wochen den Rhythmus drinnen hab. Oru, dankeschön für die 1000 Barren. Dankeschön, perfekt. Freut mich auch, dass wieder mehr Streams kommen auf YouTube-Videos. Was? Streams kommen auch auf YouTube-Videos. Achso. Mary, dankeschön. Ich habe eine ganz freundliche Frage gestellt. Ah ja. Und weiter? Habe ich irgendwas Falsches gesagt?
Hab auf YouTube eine Voice Chat mit dir. Was mit dir und Regenbogen scharf gefunden? Ja, schon. Er wollte mich eine Stunde lang fertig machen und meinte, dass ich jeden Moment in Endrage gehe. Da habe ich ihn irgendwie enttäuscht, weil, naja, ich ihn nicht wirklich mehr ernst nehme nach 5 Jahren Kindergartenaktionen. Wie könnte ich? Außerdem will der Mensch 3 Kinder haben oder 2 Kinder und das dritte Kind bekommen. Ganz ehrlich, die armen Kinder tun mir echt leid. Ganz im Ernst, mit so einem Vater. Wie viele Menschen sind eigentlich aktuell pro Stream? Mittlerweile gibt es keine Regelung für die Musikwünsche. Wünscht euch was oder lasst es? Also für die Abonnenten natürlich. Dürft euch so viel wünschen, wie ihr möchtet. Aber wenn jetzt jemand, sag ich mal, mehr als 4-5 Wünsche in einem Stream macht und damit fast den ganzen Stream beherrschen würde, würde ich das nur machen, wenn wir in einem Musikstream auch sind, wo sich nur eine Person was wünschen darf. Also, dass es sich ein bisschen ausgleicht, wenn ich jetzt mehrere Wünsche habe, wenn natürlich nur eine immer kommt. Leise. Ja, Massive Attack ist immer ein bisschen leise, muss ich mal schlauer machen. Massive Attack ist geil. Gib mal Ruhe. Warum gibt's denn Duaru? Hä? Weißt du, auf der einen Seite. Auf der einen Seite donatest du hier was und auf der anderen Seite sagst du dann Gibaru. Also. Guten Abend. Servus. Wobei ich ja sehr gerne Moby höre tatsächlich. Adebis hat sich lächerlich gemacht. Wer weiß. Ich fand's jedenfalls nicht besonders interessant. Ich habe dich nicht gemeint, Drache. Dann lässt du bitte diese Aussagen komplett, weil wir begeben uns nicht auf die, die hier die Scheiße bauen. Bitte. Auch wenn ich das selber ab und zu mal mache, auch dafür muss ich mich immer wieder entschuldigen. Aber ich arbeite auch daran, dass ich das nicht immer mache. Neun von 10 Leute haben kein Problem mit Mobbing. Es liegt daran, dass einer von 10 Leuten gemobbt wird. Musikwünsche sind nur für Abonnenten, tut mir leid. Danke, Alfons. Stehst du auch auf Fairy Tail? Hab mich nie interessiert, wenn ich ehrlich bin. Wie nur Abonnenten? Schon ewig so, dass nur Abonnenten Musikwünsche haben. Damit sie ein bisschen Bonus haben, weil sie ja auch immer unterstützen jeden Monat. RBS tut. Was tut halt so? Wisst ihr was über RBS? Wollen wir nicht groß reden? Also das würde das Ganze nur aufwerten und ja, ich glaube nicht, dass der Typ noch mehr Aufmerksamkeit braucht. So, ja, und da bin ich vielleicht ein bisschen egoistisch. Mir gefällt dein Zelda-Let's Play sehr. Bei dem ersten, was hatte ich, schnell die Lust verloren, aber jetzt nicht. Was? Ich habe übrigens ein neues Projekt und zwar kommen die nächsten, Dankeschön für die 50 Likes, und zwar habe ich mir jetzt ein neues Projekt geholt und weil ihr euch immer beschwert, dass ich keine Blind-Spiele mache, keine Blind-Let's Plays, wird das ein Blind-Let's Play. So, nicht unbedingt mein Lieblingslied von Dream Theater, aber ein saucooles Lied. So. Dann haben wir damit auch die Musikwünsche. Dankeschön für die 400 Likes. Letzter Musikwunsch von Steffi dann auch noch. Haben wir auch registriert. Passt. So.
Oru, vielen lieben Dank für deine Unterstützung und willkommen bei den Drachis. Sau cool, Dankeschön. Habe jetzt auch eine Switch und Zelda. Das ist doch cool. Zelda ist immer geil. Muss man wieder ein wenig leiser machen, weil Dream Theater ist immer relativ laut. Mass Effect ist immer sehr leise. Ach was, wer kauft da Abos? Einen ganzen Haufen Leute. 58 Abos habe ich derzeit und 8 davon sind sogar da. Halli, hallo, Drache, schön, dass du wieder mal zu einem normalen Uhrzeit streamst. Hab auch einen Musikwunsch. Die Antwort. Was? Nee, The Outworld. Evil Broy. Okay. Huch. Hab ich registriert. Oh. Wartet. Okay. Steffi, du musst dann nachher, wenn das nächste Lied läuft, musst du mir nochmal schreiben, was jetzt dein Musikwunsch war. Das habe ich jetzt nämlich schon. Das habe ich nämlich schon den Ding kopiert. Das habe ich vergessen, den von dir zu kopieren. Muss man dann leider um einen verschieben. Aber warte ruhig noch bis zum nächsten Lied, bitte. Ariola, danke schon für die 50 Likes. Also mir ist es schon zu laut, mir platzen gleich die Ohren tatsächlich. Dark Schnabbi ist auch da, hey ho. Und danke für die 50 Likes, danke Dark Schnabbi für die 10 Likes. Gusti, dankeschön. So, was habe ich jetzt noch sagen wollen? Habe ich vergessen, verdammt. Egal. TVMob, danke schön. Mach weiter mit den Marvel-Videos. Nein, ihr habt euch entschieden, da gibt es nichts weiteres. Ich finde die Message von dem Lied passt zu deiner, was zu deiner Situation. Ja. Das hältst du von Assassin's Creed? Der erste war geil, der zweite war geil, der dritte hat mir gar nicht gefallen. Ich habe ihn nicht nochmal durchgespielt, weil er mir so wenig gefallen hat. Und alle weiteren kenne ich nicht. Bin gerade etwas betrunken. Wenn ich im Chat etwas komisch bin, sorry dafür. Kein Problem, TV-Mopf. Solange du hier nicht anfängst, rum zu beleidigen, haben wir keine Probleme miteinander. Hast du was Spezielles am Video geplant in nächster Zeit? Ja, es kommt schon, das eine oder andere wird schon kommen. Jetzt kommt dann noch ein neues Gameplay, wird jetzt dann noch hochgeladen, beziehungsweise Let's Play wird noch was Neues hochgeladen, da muss ich mich noch drum kümmern. Gameplay soll eigentlich auch noch eine Folge kommen, aber ich glaube, das muss ich nochmal neu aufnehmen. Mal gucken. Ja, und das war's eigentlich auch schon mal, ne? Muss reichen. Genau. Meine Hosen sind heute angekommen, da mache ich heute Nacht oder morgen früh dann auch noch ein Auspackvideo. Dank Schnappi, Dankeschön für 100 Barren. Und nochmal 100 Barren hinterher, Dankeschön.
So. Das war, ich glaube, das war jetzt gerade ein ganzes Album. So, dann müsste mir Steffi was, glaube ich, noch mal ihren Musikwunsch schicken, dass sie mir mal sprechen kann. Ah, ja, da ist er ja schon. Was ich finde, nee, ich finde den dritten auch sehr schlecht. Aber Black Flag, Syndicate und Origins sind sehr gut, okay? TV-Mob und Kira, ihr müsst mit dem Musikwunsch leider warten. Ich habe jetzt gerade zwei gespeichert, einer läuft gerade. Für drei der meine Top-Atmosphäre. Dark Schnappi, vielen lieben Dank für 1000 Barren, danke für deine Unterstützung. Hätte jetzt keine ganz neuen Musikwünsche, dass du das Lied von den. Achso, das habe ich schon drinnen, das ist schon als nächstes drinnen. Also halt dann noch danach halt dann. Namen: Steffi und danach Kira. Ah, geiles Lied. Naja, mein Fall ist es nicht. Danke, Fabo. Aber die Hauptcharaktere hatten überhaupt kein Charisma, Gegensatz zu Anno und Unity. Was, Anno und Unity? Also ich kenne bloß Ezio Auditore und Altair. Das sind die einzigen, die ich kenne. Dann Dennis, Dankeschön. Du hast ja früher mal über Hip-Hop lustig gemacht. Ich mache mich über viele Sachen lustig, um ehrlich zu sein. Dann kann Kira mal ihren Musikwunsch reinschmeißen. Dann kann ich den nämlich mal abkopieren. Ich meine genau, die Arno, der hätte auch kein Charisma. Wer ist denn Arno? Wie gesagt, ich kenne nur die ersten drei Teile und davon auch nur den ersten und den zweiten richtig. Ich glaube, ich beide zu 100% habe sogar. Was im Zweier? War echt nervig im Zweiten. Was ist das schon wieder für ein. Oh mein Gott, was ist das? Hatte der Mäuse als. Oh mein Gott, was ist das? Ja, genau. Die Vorwarnung kommt ein bisschen spät, oder? So. So, Kiras Musikwunsch habe ich auch. Nicht meine Musik, nee, meine auch nicht. Abli, du musst es nachher nochmal reinschreiben, wenn das nächste Lied läuft. Kann ich mir nicht merken bis dahin.
Und das meine ich, das ist ein bisschen stressig für mich, wenn ich jetzt mehrere Leute habe, die mehrere Musikwünsche machen. Und dann neue Leute auch dabei sind, die neue Musikwünsche machen möchten, muss ich immer so hin und her switchen. Das ist ein bisschen doof. Muss ich immer dann so, dann habe ich so viel zu tun plötzlich, weil vier Leute plötzlich gleichzeitig Lied wollen, was ich natürlich nicht machen kann. Halbe Stunde noch und ich mache bloß eine Stunde heute wieder. Liegt aber auch daran, dass ich müde bin wie Sau, ey. Mein Schlafrhythmus wird echt Zeit, dass ich den fixe, ey. Kann das sein, dass du dumm bist oder so? Dumm ist der, der Dummes tut. Am besten mal komplett durchmachen. Habe ich schon zweimal versucht. Geschafft habe ich es nicht. Ich werde auch nicht jünger. Keine Musikwünsche bitte. Und Oru, ich habe gerade schon gesagt, Ablis soll warten. Musst du auch warten. Bis nach Ablis. Also. Muss leider zwei Lieder warten, bis ich das was, bis ich was anmachen kann. Dank Schnabbi, Dankeschön. Forrest Gump. Das war aus Forrest Gump, richtig. Ah, okay, habe ich nicht mitbekommen. Jo, kein Thema. Weil ich habe jetzt zwei Musikwünsche drinnen. Einer läuft gerade, sind drei. Und habe noch zwei Leute, die sich was wünschen mit dir. Deswegen, ne? Ich kann nicht, für 5 Sachen speichern kann ich nicht. Das habe ich nur gemacht, weil ich es ausprobieren wollte. Dank Schnabbi, Dankeschön für deine ganze Unterstützung, ey. Du haust heute aber echt raus, ohne Scheiß. Vielen, vielen Dank, übertreib's bitte nicht so arg. Danke, Dank Schnabbi. Gerade erst aufgefallen, dass das so abgeht gerade. Bitte übertreib's nicht so. Die Band ist aus Afrika und etwas verrückt. Ja, ach so, die Musik sollte übrigens auch nach Möglichkeit nicht allzu lang gehen. Also die Lieder. So, der nächste Musikwunsch kann kommen. Okay, Alfons, du musst auch noch warten. Du musst jetzt zwei Lieder abwarten. Oru muss ein Lied abwarten und Abli ist jetzt dran mit dem nächsten Liedwunsch. Der kommt dann als nächstes. Also der kommt als übernächstes. Der Antwort ist mega, okay. Ist nicht jedermanns Sache. Ich find's verstörend. Besser Spruch aus deiner. Was? Auf deiner. Bester Spruch auf deinem Shirt. Ja, finde ich auch. Bleibe so, wie ich bin. Schon allein, weil das andere stört. War ein Weihnachtsgeschenk. Was mich ärgert, ist, dass es schon kaputt ist. Ja, da ist irgendwie die Naht gerissen. Das fuckt mich total ab, aber umtauschen kann man es leider im Moment nicht. Also muss ich es wohl nähen. Und ja, ich kann nähen. Reiner mit Nadel und Faden. Schnappi, übertreib's nicht so. Vielen lieben Dank für deine ganze Unterstützung, ey. Schnappi haut voll raus. Oru, danke schön für 500 Barren, ey. Ohne Scheiß, übertreib's nicht so, Leute. Ohne Kack. Das ist ja voll heftig, ey. Voll übertrieben. Turin, ne, Turin, doch, du musst Abonnent sein, um Musikwünsche oder generell um Wünsche äußern zu können. Als nächstes ein Nähvideo. Ganz bestimmt. Danke für die ganze. Ey Leute, ohne Scheiß, übertreibt's nicht so, Alter. Jetzt hat.
Jetzt haut Oro auch raus wie Sau, Alter. Ohne Scheiß, übertreibt's nicht so, Leute. Drache näht das neue Format. Nein! Nein! Machen wir nicht. Boah, ohne Scheiß, Leute, übertreibt's nicht so, ey. Schnappi hat schon fast 50 Likes rausgehauen. Übertreib's doch nicht so. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, aber das ist voll heftig, ey. Oder ein Häkel-Vlog. Häkeln kann ich nur, ich kann nur Freundschaftsarmbänder häkeln, tatsächlich. Wobei ich nie versucht habe, mehr zu häkeln. Der Mungo hat ja nicht mal Geld für die Zahnlücke. Weißt du, andere Leute lassen sich Steinchen in die Zähne setzen. Ich lasse mir Zähne ausschlagen. Und zwar für das, woran ich glaube. Jetzt kommst du. Was ist wohl sinnvoller? Ohne Kacke, ey, ich schlaf gleich ein bei der Musik. Wisst ihr was, ich mach mal meine Sonnenbrille auf. Und wenn es nur dafür ist, damit ihr meine hässlichen Augen dann da nicht sehen müsst. Oh, ohne Scheiß, Dark Schnappi, hör mal bitte auf, das so zu übertreiben, ey. Das ist ja gnadenlos übertrieben, ey. Wie kann man da einpennen? Wenn man müde ist, kann man zu alles pennen. Ich hab schon auf einem Festival gepennt. Vor der Bühne. Also das musst du erst mal hinkriegen. Ich bin auf dem Festival mitten im Stehen vor der Bühne eingepennt. Gut, zugegeben, habe ich 2 Tage vorher nicht gepennt. Aber mir auch schon passiert. War eigentlich eine witzige Story. Was ist denn das hier? Was ist denn das jetzt für Musi? Ist doch schön. So, war jetzt der nächste. Der nächste war jetzt Oro, ne? Pundras, Dankeschön und über. Ey, ohne Scheiß, bitte fange ich auch alles an zu übertreiben wie Oro und Dark Schnappi. Ich ahne Schreckliches. Schaust du Anime? Schon? Coole Mütze. Das ist keine Mütze, das ist ein Bandana. Schaust du Anime? Haben wir schon gehabt? Ja, das ist ein Bandana oder wie es bei mir heißt, Tabaktuch. Ich kenne das auch aus dem Anime. Ich weiß bloß gerade nicht, woher ich den Song aus dem Anime kenne. Also aus welchem Anime? Könntest doch mal ein paar Storytime-Videos machen. Storytime? In welcher Hinsicht? Hahaha, das muss ich mir jetzt vorstellen. Was musst du dir vorstellen? Death Note. Death Note, genau, hast recht, richtig. Ich kenne das irgendwo, aber Death Note habe ich ewig nicht gehört. Stimmt, ja. Gusti und Abli haben es mal gerade gesagt. Vielen lieben Dank. Ey, ohne Scheiß, Dark Schnappi, hör auf, es so zu übertreiben. Vielen, vielen lieben Dank für deine ganze Unterstützung und den Support. Aber das ist voll übertrieben, ey. Ein paar lustige Geschichten zu deinem Leben erzählen. Glaub mir, die sind relativ langweilig, die meisten. Wie wär's mit Anime-Review-Videos? Würde wahrscheinlich das gleiche rauskommen wie zum Beispiel mit Marvel. Da heißt dann immer, oh, er hat keine Ahnung und er schaut nur Scheiße und bla. Vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung, Leute. Ich glaube, Dark Schnappi übertreibt es gerade so dermaßen,
dass man andere teilweise gar nicht sieht. Wie man da auch eine Festival, was wie man auf dem Festival ist und dann steht da schlafend neben einem. Kriegt man alles hin, glaub's mir. Augusti muss leider warten mit Musikwünschen. Ich komme momentan gar nicht hinterher für eure Musikwünsche. TV-Mupf hat sich auch noch was gewünscht, das habe ich auch noch nicht aufgeschrieben. Konnte ich noch nicht. Bin auch nicht davon ausgegangen, dass ihr jetzt so viele Musikwünsche habt. TV-Mupf ist jetzt nämlich der Nächste, der Musikwünsche noch hat, den darf er sich noch aussuchen. So. Das nächste ist jetzt Coldplay, danach kommt Faun. Mach doch bei den Videos einfach Kommentare und Bewertungen aus. Dann wäre das Beste. Sehe ich nicht ein, weil warum sollte ich das machen? Tag Schnabbi, richtiger Ehrenmann, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Übertreib's voll, ey. Ohne Scheiß. Aber bitte lass es bei 100, ja. Wenn du schon so übertreibst, dann lass es bitte, wenn es schon so sein muss, bei 100, ja. Das ist nämlich voll übertrieben, ey. Das ist eine schöne runde Zahl. Oh Mann, ey, der hört nicht auf. Voll übertrieben. Danke, Dark Schnappi. Er hat schon über 3500 Barren rausgehauen, ey. Und es in Anführungszeichen nur mit 50er Likes, ey. Einhorn, Dankeschön. Machst du deine Liste der Musikwünsche oder so? Nee, eigentlich nicht. Ich nehme halt immer zwei Stück an. Drei mit dem, wo läuft. Und dann nehme ich halt eins nach anderen und spiele das eins nach anderen. Nee, ich habe mir nichts mehr gewünscht. Okay. Wer war jetzt dann der, wo Musikwunsch gehabt hat? Gusti, glaube ich, ne? Five Finger Death Punch war das. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden mehr übersehen. Hallo Baumann, servus. Jetzt spammen sie schon mit Likes unnötig. Ah, wenn du meinst, dass das Spam ist. Ich meine, klar ist es in gewisser Weise, ja. Hallo Steffi, ja. Five Finger Death Punch hatte ich schon. Schnappi spendet heute, ja. Ohne Scheiß, du übertreibst voll. Ohne Kack. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall an Dark Schnappi heute. Aber voll übertrieben. Nach dem Song kann ich dann Musikwunsch. Wer war das jetzt? Alfons, nach dem Lied kann ich deinen Musikwunsch nehmen. Machst du wieder Kochvideos? Hä? Boah, ohne Scheiß, Tag Schnappi, übertreibst du nicht so gnadenlos. Vor allem, warum immer 50er Likes? Wenn es so weitergeht, kannst du theoretisch gesehen auch einfach eine Like-Kanone reinsetzen, weil da tust du dich leichter. Wobei, wisst ihr, was mich mal interessieren würde? Nein, das ist keine Aufforderung. Was mich mal interessieren würde, es gibt ein neues Emotion irgendwie, ne? So ein Drachen oder sowas, das sein soll. Der würde mich mal interessieren, wie der aussieht. Alles gut bei dir. Bei mir ist alles gut, ich hoffe bei dir auch. Ach, danke, jetzt hat's aufgehört. Ich werde bis zum Ende des Streams wird er 50 Likes vor ihm geben. Was? Von ihm geben. 50er Likes. Macht er doch die ganze Zeit schon. Oro, danke schön für die Barren und die Unterstützung. Nein, jetzt hört auf. Jetzt macht Oro das gleiche, oder was, mit 100 Barren? Boah, bitte lasst es. Unterstützung ist geil, aber bitte nicht zu heftig. Franco, dankeschön. Und ich fühle mich hinterher voll assi, weil ich nicht so lange streamen kann immer. Weil ich will heute noch eigentlich 2 Stunden aufnehmen.
Also, da habe ich noch was vor mir. Danke, Marcello. Ich muss mich unbedingt rasieren, ey. Ich schaue aus. Hatte der Lage, dankeschön. Schaust du eigentlich South Park? Schon seit Jahren nicht mehr. Haben wir irgendwann aufgehört. Netfire, dankeschön. So. Das wäre das. Dann hätten wir das. Wer war jetzt noch da mit der Musikwunsch? Santa Maria, danke schön. Danke für die Unterstützung. Schon jetzt kommt den Wein zu mir, bring den Wein zu mir, ich verdurste hier. Steffi, du hast jetzt schon einige Musikwünsche gehabt und irgendjemand wollte noch ein Lied. Wer war denn das jetzt? Five Finger Death Punch hab ich. Aber danach kam doch noch einer, oder? Wer war denn das? Soll ja jeder sich was wünschen können. Gusti? Nee, Gusti war ja Five Finger Death Punch. Das hat sich noch jemand anders was gewünscht, oder? Ah ja, genau, Alfons war's. Wusste ich doch. Entschuldigung, Steffi, aber vier Wünsche ist schon heftig und dann haben die anderen auch noch Wünsche. Muss man immer ein bisschen. Muss man ein bisschen durchmischen. Soll ja jeder zurecht, soll jeder zu seinem Recht kommen. Und das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe schon mal, ich muss mir das nochmal überlegen, wie ich das am schlauesten mache. Ich habe schon TV-Mob. Und du hast doch gerade schon Five Finger Death Punch. Man kann es ja mal probieren. Können tut man's. Aber irgendwo muss ich Abstriche machen. Ich kann leider nicht alle Musikwünsche machen, auch wenn ich es gerne würde. Darum habe ich gefragt, ob du eine Liste über die Musikwünsche führst. Das Problem ist, da müsste ich mir immer aufschreiben, wie lang die Lieder sind. Und da müsste ich, oder ich müsste eine Zeit festlegen, in wie, ich müsste einen Durchschnitt errechnen, wie lange ein Lied sein darf und wie viele Musikwünsche ich annehmen darf. Pro Stream. Und dadurch kann ich dann entscheiden, wann ich keine Musikwünsche mehr annehme. Da muss ich mal machen. Ich bin da noch ein bisschen am Rumtüfteln. Abi, weißt du was? Das solltest du dir überlegen, ob du diese Schiene weitergehen möchtest, weil. Und es kann dir schneller passieren, dass du rausfliegst, als du gucken kannst, wenn du jetzt die ganze Zeit anfängst, hier rumzuhaten. Das brauchen wir uns nämlich echt nicht geben. Danke, Herr Baumann. Endlich mal was zum Abbängeln. Mir macht's mit dem Musikwunsch nichts aus. Wenn meiner genommen wird, gut, wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, aber trotzdem will ich ja, dass alle ein bisschen ihr Recht bekommen. Ihr habt ja schließlich bei mir im Stream immer das Recht, euch ein Lied auszusuchen und das möchte ich euch auch geben. Deswegen gab es eigentlich immer das Recht, jeder eine. Ne? Aber so viele Streams, so viele Leute sind eigentlich nie dabei. Ich überlege mir da mal ein System. Danke, Herr Baumann, nochmal. Mal so eine Idee. Such dir doch auch einen, noch mal welche für den nächsten Stream aus. An alle Abonnenten, die jetzt gerade da sind, noch einmal die Aussage.
Ihr dürft euch gerne, mein Teamspeak ist hier oben verlinkt, ihr dürft gerne auf meinem Teamspeak euch einen Rang holen. Ihr bekommt nämlich für ein Abo einen Abo-Rang. Und dann könnt ihr, und das will ich auch irgendwann demnächst mal anfangen umzusetzen, ich werde ab und zu mal einen Stream machen, vielleicht einmal oder zweimal die Woche, wo Abonnenten einen kompletten Stream entscheiden dürfen, was für Musik läuft. Ja moin, servus. Mittlerweile über Level 80. Bin ich mittlerweile über 80? Weiß ich gar nicht. Mir wird 80 angezeigt. Kein Plan. Mach dir keinen Stress mit dem Wunsch, Drachi. Drache. Nein, ich will ja das trotzdem irgendwie machen. Leute, ich habe einen Face-Joy gemacht und habe unabsichtlich ein Kürzel gemacht, was man als Nürnberg verstehen könnte. Ach nee, Quatsch, kann man nicht. Da müsste das ein D und B sein. Ja, bist du, ich bin nur 7. Randale, servus. Danke schon für die 50 Likes. Ja, in deinem Profil steht 81. Ja, da bin ich vermutlich während dieses Streams auf 81 gekommen. Machst du länger? Ich muss heute noch aufnehmen, Leute. Also ich habe heute noch ein paar Stunden Aufnahme vor mir, wo ich noch ein Let's Play aufnehmen will, ein neues Blind Let's Play. Ja. Lass mich nur länger, kann ich heute nicht, ich muss echt noch aufnehmen nachher. Es soll morgen eigentlich oder übermorgen spätestens soll schon der erste Part online gehen. Ich werde auch die Nacht wahrscheinlich wieder erst ab 3, 4 im Bett landen. Wartet, wir hatten einen anderen Musikwunsch. So. So, kannst du einen Tipp geben, welches Spiel es sein wird? Es wird ein Switch-Spiel, also Nintendo Switch. So viel kann ich sagen. Und ich weiß über das Spiel eigentlich noch gar nichts. Ich habe nur einen Trailer gesehen bislang. Ist noch für einen Wunsch Platz? Einen können wir noch machen, aber nur einen. Finde ich gut, mir macht es mehr Spaß, wenn neue Spiele kommen. Ich spiele halt lieber gerne Spiele, die ich halt auch kenne, weil eigentlich eine Let's Plays dafür gedacht sind, dass Leute, die an bestimmten Stellen nicht weiterkommen oder bestimmte Sachen vielleicht nicht wissen über das Spiel, dann erst erfahren. Nightcore, Angel with a... Okay, habe ich mir geholt. Dankeschön, mache ich dann rein. Dann bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ab morgen Zeit. Was? Hab morgen Zeit. Achso. Warum hast du einen Abonnenten gebannt? Ich hatte ihn sogar zweimal gewarnt, dass er keine Scheiße bauen soll. Auch Abonnenten fliegen. Der Unterschied ist, dass sie ein paar mehr Verwarnungen kriegen als andere. Stimmt eigentlich. Waren Let's Plays mehr Tutorials? Was? Let's Plays mal Tutorials. Waren Let's Plays mal Tutorials als Hilfe zum Weiterkommen? Genau. Und Gameplays sind Spiele, wo man eigentlich ein bisschen was über das Spiel zeigt und ein bisschen das Spiel zeigt. Und Let's Play ist eigentlich immer ein Spiel, wo man eigentlich zeigt, wie es weitergeht und wie man weiterkommt. Natürlich machen Blind Let's Plays auch Spaß. Aber letztlich sind sie eigentlich dafür gedacht, dass man halt das Spiel den Leuten erklärt, die es nicht wissen. Oder vielleicht Sachen noch nicht wissen. Sorry,
Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu. Boah. Tut mir leid, das ist sowieso nicht so meine Musik. So. Tut mir leid, Alfons. Darfst du dafür noch ein Lied auswünschen, aussuchen? Nach Möglichkeit, aber bitte nicht sowas wie gerade. Bin ich so der Fan von. Was war das? Gore? Nee. Nee, Gore ist ja Ding. Ist ja Musikgenre. Dieses gespamme Kindergarten, ey. Hast du schon mal Drogen genommen? Dazu habe ich mich schon 100 Mal geäußert. Googles nach. Hast du eigentlich das Rauchen aufgehört? Nö. Ich habe das Rauchen nicht aufgehört. Aber ich rauche im Stream nicht mehr. Genauso wenig, wie ich im Stream noch Alkohol trinke. Ich finde es einfach nicht angebracht im Stream. Fand ich eigentlich nie. Aber habe ich am Anfang, war mir das egal. Und später habe ich keine Lust gehabt, das zu ändern. Und mittlerweile mache ich es einfach auch im Stream nicht mehr. Korrekt, Doom. Was? Korrekt, Doom. Doom war's, okay. Wobei das jetzt nichts von Doom Metal war, das ich kenne. Aber du darfst dir ein Lied noch wünschen, wenn du dich noch beeilst, Alfons. Rauche nur selten, nur ab und zu eine Pfeife. Ich bin eigentlich auch eher ein Genussraucher. Im Stream habe ich immer ein bisschen zu viel geraucht. Am Anfang war es ein bisschen komisch, weil es voll die Angewohnheit war. Mittlerweile. Wobei deine Alkstüme schon ein bisschen lustig waren. Das war ja wieder was anderes. Das waren ja eher so, ich besauf mich Streams. Sowas mache ich vielleicht irgendwann nachts mal wieder, wenn ich mal wieder ein bisschen Lust habe, mal wegen mehr zu bechern. Aber was mache ich sowieso eigentlich selten. Die letzten 2 Jahre habe ich das eigentlich nur im Stream gemacht. Ich habe mich nur im Stream besoffen. Wenn ich dann mal gesoffen habe. Also, wisst ihr, was ich meine? Aber ich finde es, wie gesagt, nicht mehr angebracht und deswegen lasse ich es auch bleiben. Ah, da warst du jetzt aber rechtzeitig gerade noch. Ich wollte gerade sagen, ich beende den Stream. Dann machen wir jetzt noch 2 Lieder, den Musikwunsch und dann den Musikwunsch von Alfons. Dann mache ich noch ein Lied und dann bin ich offline. Überziehe ich wieder ein bisschen heute. Ja, was ist ja auch nichts dabei, mal was zu trinken, finde ich. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Aber alles in Maßen, sagt man ja so schön, ne? Wenn ich sowas mache, dann eh mitten in der Nacht, ne? Also wirklich, wenn ich hundertprozentig sicher bin, so ab 4, also Quatsch, ab 4, ab so wirklich 1, 2 nachts, wenn man weiß, die Leute sind einmal lang da. Und das war auch nur gerade ein Gedanke. So richtig, ich besauf mich Streams will ich sowieso gar nicht mehr machen. Bisschen was trinken halt, ein bisschen Fun machen, ein bisschen Gaudi machen, kann man ja mal machen. Ah, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Was hältst du von fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind? Meinst du jetzt von dem Film oder von dem Buch?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Er ist echt gut, also der Film ist echt gut, das Buch habe ich nicht gelesen. Der Film ist echt gut, aber Bücher sind ja meistens sowas besser. Ja, Gusti, das überlege ich mir sowieso mal. Mein Schnauzer juckt. Bodybuilder, worauf du dich verlassen kannst, ey. Ich habe Unterarme wie andere Oberschenkel, ey. Das war ein guter Wunsch von Alfons. Ich fand den Film nicht gut. Die Moral ist, dass man alles, was die Regierung macht, tolerieren muss. Das sieht immer jeder ein bisschen anders. Musst du morgen wieder arbeiten? Morgen ist Mittwoch, ja. Oh, das wird ein harter Tag. Ich hab ganz vergessen, morgen ist ja Mittwoch. Verdammt. Muss mal schauen. Eigentlich wollte ich ja heute aufnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Also ich wollte aufnehmen, wollte es bearbeiten und auch hochladen, dass ihr morgen direkt den ersten Part habt. Aber jetzt total verpeilt, ey. Stimmt, da war ja was. Das hat mir jetzt spätestens mein Handy in der Stunde dran erinnert. Weil um 9, um 11 klingelt, also nicht ganz in der Stunde, um 11 klingelt mein Handy immer am Tag vorher. Arbeiten war nicht so mein Ding, ja, aber arbeiten muss man halt, ne? Mittwoch ist Arbeitstag, worauf du dich verlassen kannst. Oder meinst du, der Mittwoch ist umsonst zustande gekommen? Nennt sich SchimpansenTV und schreibt mich an und sagt zu mir, ich bin ein Oger. Kommt immer gut. Dabei schaut er selber aus wie ein Affe. Habe ich jetzt einfach verarscht, weil er SchimpansenTV heißt? Vermutlich nicht. Lauri ist so ein geiler Sänger. Wie lange wird morgen geschuftet? Bis 4 eigentlich, wie immer. Vielleicht bin ich morgen früher fertig, mal schauen. Kommt immer darauf an, wie ich fertig werde. Ich hab fast vergessen, dass du in der Arbeit hast, was? Nein, ich habe nur vergessen, dass es morgen ist. Das ist alles. Ich denke da halt nicht immer dran jetzt. Weil ich habe jetzt keinen Stream. Ich konzentriere mich auf den Stream, basta. Das ist Punkt, ja. Aber ich konzentriere mich immer auf das, was ich gerade mache. Darum habe ich ja mein Handy als Wecker eingestellt. Welche Band ist es? Erinnert mich an Linkin Park. Das ist Lauri von The Rasmus. Aber vom Stil passt es ungefähr.
Leute, jetzt ist Zeit, dass ich offline gehe. Ich bin müde wie Sau. Wobei ich auch gar nicht weiß, Let's Play wird wahrscheinlich echt für den Arsch, wenn ich so müde bin. Ein wunderschöner Song. Na gut, Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen mal einen schönen Abend noch. Hoffe, ihr habt alle heute noch ein bisschen was zu tun. Was euch lieber ist, ist jedem anders recht. Na gut, dann haut rein, wünsche euch noch eine gute Nacht, einen schönen Abend und ja, bleibt sauber. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Also am besten schön auf die Kacke hauen. Euer Dache, ciao, ciao. Oder auf jeden Fall einen ruhigen Abend, je nachdem.